Hi Leute, und zwar wir sind heute wieder back am Start, Techniker und Vanessa. Und wir raten heute eure Setups wieder, wer hätte es gedacht. Ja, ich würde sagen... Ja, legen wir los, ne? Genau. Ja, eine kleine Sache will ich noch vorab loswerden. Und zwar, Vanessa und ich haben uns gedacht, wir wollen der Community auch ein bisschen helfen. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben schon damit angefangen. Wir haben in den letzten zwei Setup-Rating-Videos kleine Giveaways gemacht. Es war bis jetzt noch nichts Großartiges, aber kleine Hilfen hier und da. Eine Luftkühlung war dabei, ein AMD Wraith Prism. Es waren Corsair LL-Lüfter auch schon dabei. Und so wollen wir einfach ein Stück des Kuchens, sage ich mal, der Community wieder zurückgeben. Natürlich werden wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht euch irgendwelche RTX 3070 und 3080 Grafikkarten an den Kopf werfen und neue AMD-CPUs oder was auch immer dann Neues gibt. Aber wir wollen das Ganze in die Richtung lenken. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr die Videos shared, liked, euren Freunden zeigt, damit wir da einfach mehr helfen können. Und natürlich nicht böse sein, wenn ihr eh schon so ein Killer-Setup habt, das manche Leute hier gerne haben, die mir die Setups einschicken. Da kann ich, wie gesagt, natürlich nicht großartig weiterhelfen, aber bei manchen halt, wo, sag ich mal, es hier und da ein bisschen noch fehlt an RGB oder an Airflow oder was auch immer, werden wir schauen, was wir machen können. Oder vielleicht das Netzteil ein bisschen mehr Power braucht, werden wir schauen, was wir da machen können für ihn. Also legen wir los. Genau. Setup Rating. Let's go. Danke. Kommen wir nun zum ersten Setup, und zwar ist es von dem Benny. Da schauen wir mal, was der uns so zugeschickt hat. Wow. Also schick. Alles so in Gelb, so die Lüfter und... Gold, würde ich sagen. Das ist Gold. Gelb-Orange. Gelb-Orange, okay. Ich will einigen uns auf Gelb-Orange. Das Gehäuse ist insgesamt, finde ich eigentlich ganz nice. Die Tastatur und dann das Rot hinten dran. Ich denke mal, das ist dann so... Ich habe keine Ahnung, was das Rot ist. Ich verstehe das nicht. Ja, das sind das Lichter. Solche LED-Lichter. Safe. Oder? Das leuchtet. Oder ist das... Oder ist das so ein Mauspad? Das ist ein Mauspad, safe. Nee, ja doch, sowas ähnliches. Die Tischplatte leuchtet. Ja, das meine ich doch, sowas ähnliches. Ist die Tischplatte, glaube ich. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall ist der Rest übertrieben geil. Also der hat auch schon die ganz neue Corsair-Tastatur. Die ist vor ein paar Wochen, glaube ich, erst erschienen. Also zum Zeitpunkt jetzt, wo wir das Video aufnehmen, natürlich. Und ja, das Case ist geil. Komplett umgebaut auf QL-Lüfter. Das ist schon heftig. Also sind diese Lüfter, die da diese doppelte Spange haben, die du komplett farblich anpassen kannst. Er hat uns bestimmt auch ein weiteres Foto geschickt, würde ich mal hoffen. Und zwar in einer ganz anderen Farbe. Heftig. Und zwar in meiner Lieblingsfarbe. Da kommt der Arbeitsspeicher übel aus. Beim Gelben war der da nicht so. Ist ein bisschen untergegangen, ja. Aber hier hat er eine Bank halt blau gemacht und die andere pink und so. Das sieht schon geil aus, ne? Das sieht echt heftig aus. Das ist echt gut. Und die Lüfter kannst du halt echt richtig geil einstellen. Und mit dem Case halt, das ist halt wieder mal das Lianli Dynamic XL von der Bauern, das ist halt schon richtig geil. Da siehst du halt jeden einzelnen Lüfter und alles. 360 mm Radiatorkühllösung von Corsair. Nice, kühlt bestimmt was ordentliches weg. Ich bin gleich mal auf die Specs gespannt. Wie findest du so aufgeräumt, das sauber? Ja, finde ich schon. Also ordentlicher Junge, ne? Ja, das ist schon sehr ordentlich. Benny. Ordentlich, ordentlich. Kabel auch ordentlich, sauber, hast du gemeint. Auf jeden Fall. Hat er noch ein paar Bilder, noch ein paar Colors? So ah, hier nochmal eine Aufnahme vom PC. Ja, das lila-blau ist halt geil. Das kommt richtig geil raus. Schön. Ja. Heftig. Ich würde die, also einzige Rad, den ich noch habe, ansonsten ist alles echt übertrieben geil, einfach nur. Die Cable-Mods halt ein bisschen noch mit so Cam noch versehen, damit die wirklich ordentlich und sauber nach hinten weglaufen. Das ist das Einzige, was ich machen würde. Ansonsten, top. Gibt's nix. 100 sonst. Punkte, Alter. Ohne Scheiß. Also echt richtig nice. Gefällt mir richtig gut. Vor allem hat hier auch eine LED-Lightstrip noch drin, damit er das Corsair-Logo hier oben dann nochmal schön beleuchtet. Finde ich richtig geil. Ich bin auf die Specs gespannt. Sie gucken auf die Specs rein, was der geschrieben hat. Benny, hier ist mein Setup. Technische Daten. Lianli Dynamic XL Gehäuse. Der hat ein Mainboard, das ist ein MSI Z490 Ace, Arbeitsspeicher Corsair nominierter Platinum RGB, ein i9 10900K, also ein ziemlich neues Setup anscheinend, was er da hingepflastert hat. Corsair H105i RGB Wasserkühlung, die hat er umgebaut auf QL-Lüftern, wirklich richtig nice, sieht wirklich sehr, sehr, sehr geil aus. Eine MSI RTX 2080 Ti Gaming Trio, ein richtiges Brett an Grafikkarte. Einfach mal so mal, bam, Alter, 1300 Euro hat er für die Grafikkarte hingeblättert. Alles klar. Ja, der Junge hat's. Netzteil Corsair HX750i, schönes Netzteil, vor allem das i
hinter dem Netzteil gefällt mir sehr. Corsa QL-Lüfter umgebaut. Speicher hat er hier ein paar Evo-Festplatten drin. 2 Terabyte, nochmal 2 Terabyte. Richtig gut. Gesleevte Kabel schwarz. MSI Optics Mag 322 CQR Monitor. Ein Gaming-Monitor mit einer hohen Bildwiederholrate. Ich glaube, es müsste 144 oder 240 Hertz sein, weiß ich jetzt nicht genau. Und die Corsair K100 Tastatur, richtig geil. Und die Corsair M65 Elite, einer der coolsten Mäuse, gefällt mir sehr. Ich schaue nochmal kurz in das Bild rein. Kurz der Vanessa zeigen, was da hier, wie geil eigentlich die Tastatur ist. Also die ist komplett aus Aluminium, hat, ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet, genauso wie die Maus. Sieht man hier nicht so genau die Maus, aber es ist eine sehr geile Maus, definitiv. Ja, Benni, also dein Setup, genius, Alter. Einfach, richtig geil. Ja, einfach wirklich richtig geil. Mit den QL-Lüftern kannst du so geile Effekte machen, das ist echt abnormal. Du hast uns auch hier eines der schönsten präsentiert, dieses Blau-Pink-Lila ist schon wirklich richtig geil. Ne? Gelb ist nicht so meins, fand ich. Das, da ist, sind manche Dinge überhaupt nicht rausgekommen. Genau, richtig. Es geht, manche Sachen gehen ein bisschen unter, da verlieren so an Tiefe oder so. Ich muss sagen, bei ganz durchgehenden Farben bin ich für weiß. Also wenn du wirklich nur eine Farbe machst, bam, weiß. Alles andere muss irgendwie so ein Mix sein. Nur dann bekommt es so eine Tiefe, weißt du, so blau. Aber nur weiß ist ja auch langweilig. Ja, aber wenn du es schlicht haben willst, ja, nur gelb ist auch langweilig, wenn du so siehst. Da war gelb-rot. Einfach gelb-rot. Okay, alles klar. Benni, vielen Dank fürs Einsenden. Wir schauen zum nächsten Setup. Yes. So, nächstes Setup. Jochen hat uns ein Setup eingeschickt, da gucken wir gleich mal rein. Ich sehe einen verdammt großer Haufen an Bildern. Scheint was Größeres zu sein. Und legen wir los mit dem ersten. Das ist wohl sein Wohnzimmer, nehme ich mal an. Ja, da so eine riesen Couch. Ja, wir wollen hier Gehäusebewertung, kein Wohnzimmertisch. Ja, aber das ist super geil. Nein. Der hat da einfach ein... Alter, sieht das fett aus. Es ist der ganze Millennium-Falke von Star Wars in Lego nachgebildet. Ey, mitten in seinem Wohnzimmer. Wir wollen Setups bewerten. Mit Leuchten. Ja. Ja, das ist ein Setup, Alter. Boah, gib dir das mal. Wow, wow, wow. Ein ganzes Wohnzimmer. Hauptsache. Ja, wenn die Frau auch mal mitgeklipst ist, richtig fröhlich über diesen Tisch. Die findet den richtig geil. Ja, Star Wars-Decker und so ist auch am Start. Ja, alles von Star Wars. Hat er noch irgendwas von Star Wars? Ja, ey, das ist echt hart. Richtiger Star Wars-Fan, finde ich nice. Schon nice. Puh. Genau, und dass er immer noch eine Frau hat, finde ich auch ziemlich geil. Weil die meisten werden schon weggerannt bei so einem Nerd. Nee, richtig geil. Also ich feiere das. Ich finde es cool. Also mit dieser Beleuchtung. Ja, das ist ein Junge, wer feiert das? Jetzt sein. Scheiß mal kurz auf den Inhalt. Aber das mit dem Glastisch und dass da halt was drin ist, was ziemlich geil ist, beleuchtet, ist schon fett. Was für beleuchtet, da ist ein weißer Streifen mit LED-Lichtern. Ja, schön, das ist so eine angenehme Beleuchtung auf das Ding. Ich finde es super. Vielleicht haben wir uns noch ein Bild geschickt, wo es dunkel ist. Oh, er hat uns eine Racing-Ecke geschickt. Das gehört zum Setup, Alter. Er zeigt jetzt seine ganze Werbung hier. Sein ganzes Haus ist ein Setup, Alter. Nee, also ich mag so Racing-Simulator-Zeugs. So, hast du Bock? Du hast zu zocken oder gar nicht? Genau. Nee, nicht also, so. Wäre schon entspannend so. Ja. Aber ich weiß jetzt cool. Nicht, was der Sinn jetzt sein mit Handschuhen und so, richtig professionell. Der hat extra Schuhe, Alter, damit er Grip hat auf den Fußpedalen, Alter. Richtiger Racing-Freund. Nee. Ja, ich find's krass. Ich find's cool. Also Racing-Simulatoren feiere ich da eine komplette Ecke, Alter. Racing-Simulator. Der gibt sich ordentlich, der Junge. Wirklich ordentlich. Heftig, Alter, hier gecurved. Keine Ahnung, wie groß das ist. Wir gucken uns dann die Specs an, aber ich habe jetzt schon Angst irgendwie. Ah, das Gehen sieht ja schon ganz anders da aus. Das ist doch mal hier Gehäuse, ein Computer. Sieht gut aus, ne? Ja. Auch. Riesiges Mauspad. Die Kabel stellen mich zwar auf den Tisch, aber... Ja gut, da hier mit Controller und alles und hier... Ja, aber das sieht... Alter, weißt du, was er geil gemacht hat? Jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Was ich richtig überkrass feier, das muss ich auch machen. Der hat das normale große Mauspad und hat hier unten runter das Logitech Powerplay, damit seine Maus kabellos induktiv geladen wird. Alter, das muss ich auch machen. Ich habe nämlich auch ein Powerplay. Du musst mir nur verraten, wie du es hinbekommen hast mit dieser Kante. Das würde mich mal interessieren. Aber wirklich ziemlich geil. Also der hat eine kabellose Maus und die muss er nicht laden, weil die wird über das Mauspad geladen, induktiv. Ja, ja. Ist richtig geil. Ist anscheinend ein Call of Duty-Zocker. Übel.
hatten anscheinend. Feier ich. Sogar das Gehäuse hat hier Call of Duty Logo und alles vorne. Oh, und ja, die Lüfte, die sind... Die haben noch ein paar Bilder, ich glaube, die haben noch mal hier, ist wirklich sehr clean, sehr sauber. Alter. Noch eine CD-Sammlung von früher, Bravo Hits 95, gleich mal rausgeholt und beim Zocken gehört. Ja, wahrscheinlich mein Alter. Wer macht das heutzutage noch? Gar keine. Dafür gibt es eine Bluetooth-Box. Ist das eine Bluetooth-Box da unten? Das ist der Subwoofer von den Lautsprechern hier oben. Sorry. Hier Controller am Start. Und das Gehäuse finde ich halt geil, ne? Ja. Ich finde es cool, dass es übelst clean ist. Und ja, Call of Duty feiere ich auch, habe ich auch Bock. Und hier Netzwerkanschluss, richtig geil. Und scheiß, BÄM, Alter! Ach, BÄM, Alter, Star Wars! Bash ist in my pad. Aber es sieht schon aufgeräumt aus. Ja, also ist richtig, richtig sauber. Schön zwei Ikea. Und alles drauf. Digga, wie viel Scheißgeld das ist, das willst du gar nicht wissen. Nee, will ich auch nicht. Die haben schon der Millennium-Falken, Alter. Kann ich so oft shoppen, genau, ey. Musst du finanzieren, Alter, den Millennium-Falken, glaube ich. Wenn du überhaupt bekommst. Ja, Gehäuse-Fett, Hardware-Fett, also ich habe Angst vor der Speckliste, das ist echt heftig. Public of Gamers Tastatur, geil. Die ist schon geil. Schon geil, ne? Ist halt mal was anderes. Zockt mir einen Elite-Controller, auch krass. Ich finde es stylisch hier mit dem, siehst du, mit dem roten? Ja, mit dem Asus-Logo. Ich glaube, das wird mich voll... Jetzt wo du sagst. Ja, das kennen wir doch noch von der ersten Folge. Also ich finde es echt stylisch gemacht. Wirklich sehr schön. Mir gefällt es wirklich super. Hätte ich echt Bock zu zocken. Oh, geil. Das sieht geil aus. Der Ständer hier ist jetzt schon krass, Alter. Ich habe das noch nie live gesehen. Ich habe nur mal ein Bild davon gesehen. Das sieht heftig aus. Das Headset ist echt heftig. Ich bin gleich mal gespannt, was das alles ist. Das ist echt, echt überkrass. Krass, ne? Richtig, richtig sieht geil richtig aus. Sieht richtig nice aus. Ja, man kann meinen Corsair ST100 einfach mal so wegpacken, Alter. Das ist schon krass. Die BAM, Alter, BAM Kyono, 32 Zoll schätze ich, müssen wir mal gucken. Sexy, oder? Das ist schon geil. Also wie gesagt, die Lüfter, grün, sieht jetzt nicht schlecht aus. Man hätte jetzt noch ein paar Farben hinzufügen können, aber im Gesamten ist nicht schlecht. Ich glaube, der will nicht so einen RGB-Baller in den Augen haben, Alter, wenn er Call of Duty voll konzentriert ist. Stimmt, dann muss der sich ja konzentrieren. Aber die Grafikkarte ist geil, ja, definitiv. Also ja. Alles auf grün gestellt, ja gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, ist eine Nvidia. Wahrscheinlich, schätze ich, passt. Hier unten ein Tornetzteil zeigt an, wie hoch der Verbrauch ist gerade vom PC. Das ist richtig geil. Es hat so ein kleines Display integriert. Der hat hier Ballistics-Arbeitsspeicher, hat hier eine Asus ROG Strix Wasserkühlung, sehe ich gerade, mit integriertem Display, wo er sich alles anzeigen lassen kann. Puh, das Gehäuse müsste ein Fantex Evolve sein. Jetzt schauen wir gleich mal in die Speckliste. Ich will nichts Falsches sagen, aber echt krass. Ich finde es cool, dass er hier auch... so ein paar Sticker so da und da hingetan hat, ohne großartig zu übertreiben. Boah, Alter, gib dir das mal. Der hat da eine Plate. Der hat in der Mainboard-Plate hat er hier das Call of Duty-Ding sich reinlasern lassen und hat es hier hingesetzt. Das sieht krass aus. Mal kurz ein bisschen größer. Aber das sieht man nicht. Das sieht also da muss man schon genau gucken. Ja, ich hab's jetzt aus Zufall. Da, guck, siehst du? Das hat er customisieren lassen und hat es da eingeführt. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Richtig geil, Alter. Ein Hero-Mainboard. Also jetzt bin ich echt richtig gespannt auf die Specs, Alter. Ich glaube, ich fall vom Stuhl, wenn ich das sehe. Cable-Mods auch sehr sauber verlegt. Kabel alle schön versteckt. Richtig sieht nice. Sauber aus. Hier geht alles schön sauber weg. Ja. Also, saubere Arbeit. Der hat hier auch ein Riser-Kabel von Asus, schätze ich. Schon so ein Asus-Freund ist. Aber die Gigabyte-Grafikkarte musste sein, trotz Asus. Ist auch die schönste von unten, definitiv. Also richtig krass. Übel, Alter. So, guck mal in die Speckliste. Wie gesagt, Schnauze voll jetzt. Ich will einfach mal sehen, hier, was das alles ist, weil das echt heftig ist. Auch süß. Ah, der hat uns ein bisschen Text Hallo geschrieben. Hallo Techniker und Vanessa. Hallo Techniker und Vanessa. Und ich muss mit einer anderen Stimme vorlesen. Wow, voll süß. Hallo Techniker und Vanessa. Finde die Videos von euch super und deswegen dachte ich, nee, kannst du nicht so vorlesen, das ist ein bisschen fies. Darf ich vorlesen? Ich will den Text vorlesen. Genau. Hallo Techniker und Vanessa, finde die Videos von euch super und deswegen dachte ich mir, da würde mein Gaming-Setup gut dazu passen. Oh süß. Mhm. Das einzige, was mir noch fehlt, ist meine bestellte Grafikkarte. Den Rest willst du vor. Asus ROG Strix 3080. Ja, der Junge macht einfach nur so, Alter. Bestellt am 18.09.2020. Das heißt, ja, vor ein paar Tagen. Also vor einem Monat jetzt vom Zeitpunkt des Videos aus.
Aber so schnell rechne ich leider nicht mit ihr. Das finden wir natürlich auch traurig und wir wünschen, dass die ziemlich schnell kommt, weil das Setup ist eh schon heftig und dann noch die Grafikkarte ist echt übel. Mein derzeitiges Setup besteht aus folgenden Komponenten. Das lese ich kurz mal vor, weil das ist echt krass, was da alles dabei ist. Alter, Fantix Ento Evolve X Anthrazit. Also richtig geiles Gehäuse, wirklich ohne Scheiß. Asus ROG Maximus Hero Wi-Fi Call of Duty Black Ops 4 Edition. Ach so, das war eine Sonderedition vom... Der hat es nicht lasern lassen, sondern es war eine Sonderedition sogar, okay. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Der hat einen Intel i7-8086K, okay. Ziemlich krasser Prozessor auch. HyperX Predator DDR4 mit 3200 MHz, 32 GB, richtig nice. Also der RAM sieht geil aus. Die Wasserkühlung ist eine Asus ROG Ryu 240 und ein Asus ROG Tor, das ist das 850 Watt Netzteil mit dieser Anzeige, was ziemlich krass ist. Gigabyte Aorus RTX 2070, ziemlich geile Grafikkarte, wirklich krass. Samsung 850 Pro, eine SSD, eine NVMe nochmal, eine Samsung 970 Evo Plus mit 500 GB, 2x2 TB Festplatten drin von Toshiba, Asus ROG Strix Flair Call of Duty Edition, also ein richtig krasser Call of Duty Fan, oder? Es geht nichts über Star Wars und Call of Duty, Alter, bei dem Jungen, Alter. Dafür lässt er alles stehen, Alter. Wirklich alles. Ich wahrscheinlich hier so ein neues Call of Duty Release, steht da schon beim Arzt und so. Ich bräuchte mal so einen gelben Schein, so 2-3 Wochen und so, bräuchte ich mal Zeit. Oh mein Rücken wieder oder so, keine Ahnung. Alter, der macht das bestimmt so. Das ist so. Aber schon krass. Also schon krasser Fan, Alter. Aber ich feiere so richtiges Fan. Ist nicht schlecht, ist so wenn geil, Alter. Der damit klarkommt. Also ich feiere ja auch manche Firmen halt extrem, unter anderem Asus, deswegen bin ich ganz bei dir. Und ja gut, Call of Duty finde ich auch super geil. Aber gut, ich würde mir jetzt keinen gelben Schein für 3 Wochen holen, aber wenn du es so machst, natürlich keine schlechte Idee, ne? Asus ROG Throne heißt es, der Headset-Ständer. Dieser Ständer, wo das Headset drauf war. Heftig auf jeden Fall, das fand ich echt geil. Das müssen wir auch holen, glaube ich, das ist so geil. I got a schist in my pants, a schist in my pants, a schist in my pants. Mal gucken, Alter. Logitech G560, Asus ZenDrive, ein externes Laufwerk, Xbox Elite Controller feiere ich auch, habe ich auch da. Leider muss ich mit Xbox Elite Controller hier meine Racing Simulatoren spielen und chill mich da leider nicht an so einem. Also ein ganzes Setup, wie du es hast, ist schon krass. Als Bonus noch ein paar Bilder von meinem Hobbyraum im Keller, Alter, haben wir gesehen, Alter. Haben wir gesehen. Ja, da unten geht übelst die Party immer, Alter. Das ist echt krass. Und als Star Wars Fan vom Wohnzimmer. Das ist gar nicht klar geworden. Nö. Ja, das ist so krass halt. Also einfach, das ist echt heftig. Is in my pants. She's in my pants. She's in my pants. Liebe Grüße, Jochen. PS, weiß leider nicht, wie viele Bilder ich pro Mail schicken kann, deswegen habe ich die Mails aufgeteilt. Kam alle gut an, glaube ich. Ich glaube, wir haben nichts ausgelassen. Monitor der vergessen zu erwähnen, BenQ 35 Zoll, Alter. Puh. Das ist ordentlich viel Geld, Alter. Und er hat jetzt schon die 3080 bestellt. Alter. Krass. Jochen, vielen, vielen Dank für dein Setup. Vielen, vielen Dank für die Bonusbilder. Vielen, vielen Dank für dein Asus-Fan-Dasein und Call of Duty. Krass. Also wirklich feiern das ganze Asus-Zeug definitiv mit dir. Das Asus ROG Throne KI muss ich mir mal holen. Alter, Digga, nicht KI, Schmei, Alter, KUI ist es. Genau. Da kann das in meinen. hätte mich gleich verbessern können, den Techniker, hier den alten Sack, sich verspricht. Der kann sein Handy kabellos draufladen. Ist geil. Hol ich mir auch. Glaub ich. Erstmal geschnurrt. Ja, ich hab mal gesnackt. Schick mal rüber. Brauche ich. Nee, geil. Super. Vielen Dank, wir gehen zum nächsten. Switchen wir nun zum nächsten und zwar vom Pad. Jo, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ein paar Bilder und Digga, wir haben auch Videos diesmal am Start, Alter. Geil. Geil. Erstes Foto. Das ist das Bestellte bestimmt. Ja, die bestellten PC-Teile. Corsair, sehr gut. Corsair ist ja, beliebt hier. Ja, würde ich auch sagen. Bisschen. In meiner Gemeinde, ne? Hier auf Schleifspur angelegt. Auf Schleifspur angelegt. Nein, das ist gut gemacht, Pat. Finde ich gut. Finde ich echt schön. Hauptsache noch die Tastatur schön in deinen Farben. Finde ich schön, dass du das gemacht hast. Finde ich echt lieb von Pat. Ja, das ist schon gut, ja. Ja, das ist ziemlich geil gemacht. Doch.
Sieht sauber aus. Wow. Also ich finde es cool, dass die Monitore halt so fliegend sind. Vor allem das linke Monitor. Weil der linke, ja. Look auf dem Monitor. Nein, ich finde es ja richtig geil, dass es so aus einer Halterung hingemacht hat. Das hat unheimlich viel Platz auf dem Schreibtisch. Das ist halt echt geil. Okay, was haben wir denn noch hier? Schauen wir mal, was er uns noch geschickt hat. Stream Deck hat er. Oh, das ist hier. Das Gehäuse. Schön alles zusammengebaut. Ah, das sind 680X. Bestes Gehäuse, mein Freund. Das ist 680X. Ich will mal gucken, Alter. Die ist ein 680X. Alter, fett. Nice. Tusch. Ja. Übel, Alter. Alter, echt heftig, Alter. Das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig heftig aus. Die Farben und allgemein das Gehäuse. Heftig. Das Gehäuse einfach ist einfach heftig. Geil. Einfach heftig. Ich liebe das auch. Hier, guck mal. Bäm. RGB geballert, der Junge. Einfach so. Siehst du, manchmal sieht weiß einfach so clean aus, weißt du, und dann bam. Ja. Schon nice. Die Bretan Grafikkarte, MSI, sehr schön. Corsair LL-Lüfter überall angebaut, Airflow, wow, perfekt, alles ziemlich nice. Richtig Hammer auf. Ich finde dieses Leuchten da vom Mainboard halt geil. Na. Ein Pünktchen, das MSI Maze. Ziemlich geile Mainboards, Wasserkühlung, wow, richtig nice. Hier nochmal schön von oben, hier nochmal schön von der Seite, alles schon geil. Ja, von, wie gesagt, das Case. Das ist ein Video und kurz Video reinziehen, da sehen wir mal, was der RGB ordentlich. Bam, Alter. Geil, oder? Das ist richtig heftig. Ja, mein Lieblings-Corsair Dominator Platinum Effekt, Alter. Stack einfach. Stack in jeder Farbe habe ich auch ständig. Siehst du das? Feier ich übel, ja. Krass aus. Ah, nein, das ist kein normaler Stack, Alter. Das ist ein customisierter Stack, das hat er selber programmiert. Alter, der Junge hat es drauf in der Corsair IQ Software, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Der hat das selber programmiert hier mit dem Dash und mit dem Stack durch die RAM-Regeln durch, echt krass. Aber wir haben noch ein Video, warte kurz. Jetzt wird's creepy, Alter. Ich würde es nicht sagen. Das ist der Effekt. Digga, ich jetzt einfach direkt aus dem Fenster von außen, weißt du, so durch den Busch, Alter. So, das ist ja von jemand anders gewählt. Oder wenn man nicht da so eine Frau oder so. Ohne Witz, ey. Aber vielleicht ist Ton dabei, Alter. Lass mal gucken, Alter. Damit das der irgendwas sagt. Digga, nee, das ist einfach ultra creepy, Alter. Und er sagt gar nichts, Alter. Aber richtig geil, dass er uns das wieder nochmal so zur Verfügung gestellt hat. Und ich hätte es echt cooler, echt gefeiert, wenn das irgendwie hier so vom Busch aus. Ja, kommt doch gar nicht cringe oder so, nein. Ist voll normal. Das wäre übelst geil. Egal. Ja, cool. Dankeschön für die Videos, dankeschön für dein Setup, dankeschön für das Logo auf dem linken Bildschirm. Wahrscheinlich zockt er nur noch auf den mittleren und auf den rechten. Und links lässt er einfach nur die Videos laufen. Egal, was er gerade wahrscheinlich. Und dein Logo bleibt natürlich. Ja. Dass er das immer im Blick hat. Das glaube ich auch. Deswegen hat er sich die Monitore gekauft, Alter. Safe. Ja, nein, also richtig geil, sehr schön und vor allem, ich glaube, ein paar Games auf drei Monitoren schon ziemlich nice. Ne? Guck mal kurz in seinen PC rein, was er denn hier alles hat, Alter. Corsair. Richtiger Corsair-Liebhaber und richtiger Corsair-IQ-Software-Kenner, finde ich auch sowieso richtig geil. Danke, Pat, fürs Einschicken, sehr nett von dir. Wir gehen mal kurz die Speckliste aber kurz durch, weil das haben wir jetzt vergessen, was du uns geschrieben hast. Moin aus dem Norden. Ich habe eure Videos gesehen und finde sie echt gut. Somit möchte ich euch an meinem Setup teilhaben lassen, das ich mir vor kurzer Zeit realisieren konnte. Der Bau hat mir echt viel Spaß bereitet. Ja, PC-Building macht halt einfach Bock, Alter. Sag ich doch. Aufgrund der Größe stellt er alles über Dropbox bereit. Perfekt, haben wir gemacht, haben wir runtergeladen. MSI Mac Z390, Ace Intel Z390. Sehr schönes Mainboard, Intel i7-9700, jo, läuft Intel Fanboy, MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X, Firma Dominator 8 GB, 1 TB Samsung SSD, 4 TB Western Digital Red und 1 TB Western Digital Blue. Digga, der Junge kennt sich halt auch wirklich echt gut aus, Alter. Red und Blue, ich weiß, den Unterschied wahrscheinlich von den Festplatten. Liebe Grüße, Pat BTBR. Weiter so. Machen wir so. Wir versuchen da wirklich weiterzumachen und wir freuen uns über jedes einzelne Setup, was uns erreicht. Und schauen wir mal zum nächsten. Yes. So, dann gehen wir zum nächsten. Und zwar vom Vadim, der uns das Setup geschickt. Fotos.
Schon geil. Ist was anderes jetzt? Alter, warte mal, ist das Gehäuse von vorne? Siehst du, aber ich zeig's jetzt mal kurz von vorne. Bam. Oh, geil. Das ist Asus Aerogastrix Helios. Das hatten wir schon mal im Setup, Alter. Das ist halt geil. Das ist richtig heftig. Das ist einfach fettes Case, Alter. Der komplette Bereich ist geil. Ja, das komplette Setup ist einfach wirklich richtig geil, Alter. Der hat halt alles. Ordentliches Mikrofon, ordentliches Display, ordentliches Gehäuse, ordentliche Wasserkühlung, ordentliche Grafik. Ich bin echt mal gespannt auf die Specs, der X-Racer-Stuhl. Schon chillig aus hier bei ihm, ne? Bequem auf jeden Fall. Ja, schon chillig aus, Alter. Wow, hier schon mal in der Mitte reingeleuchtet. Ja, okay, das sieht jetzt aus. Das alles raushalten. Und ich finde es clean gemacht, halt, weißt du, so Black-Red, also ja, so ein paar rote Sachen und so. Finde ich schön. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass er halt kein Asus ROG Tor-Netzteil hat, weil dieses Gehäuse ist wieder für geschaffen, um das Asus ROG Tor-Netzteil rein zu verbauen, damit du halt dort einfach die Wattzahl und so anzeigst. Ja. Gefällt dir die Wasserkühlung und so? Ja, finde es sehr schlicht, aber geil. Ja. Also, ich habe da jetzt eigentlich nichts auszusetzen. RGB fehlt dir ein bisschen wahrscheinlich, ne? Sollen wir gleich mal gucken, wie es dann aussieht, wenn du also Wasser. Ja, das RGB war jetzt hast. Bis jetzt nur lila. Ja, aber ich weiß ja nicht. Fand ich schade. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Der Arbeitsspeicher hat RGB, das Mainboard hat RGB, die LED-Stripe hat hier RGB. Ja, gut, aber ich verstehe, wieso er es gemacht hat, weil das ist halt einfach. Hä? Ist jetzt ein anderer Bereich? Hey, das sieht aber. Shit in my pants. Ist das sein Setup vorher und nachher oder was? Oder was hat er gemacht? Das ist das nur von einer anderen Richtung. Der hat bestimmt nur diese Eierschale. Nein, guck mal, wie es da steht. Das ja, da vielleicht hat ganz er umgestellt. Ja, da irgendwie umgestellt oder so. Also ich finde es krass hier mit diesem Schaumstoff. Richtig geil. Also er streamt wahrscheinlich auch, schätze ich, sonst würde er sich nicht die Mühe machen, da wirklich das alles zu machen. Ja, Mikrofon, Headset, HyperX, alles HyperX, echt geil. Also PC, echt pff, Respekt, Asus ROG, ein großer Freund. Fahre ich sowieso immer, der Tuber RGB LED Stripes, hier Fernbedienung zum Steuern, sieht schon chillig aus. Ist schon Bock, dich hinzusetzen, oder? Auf jeden Fall. Was zu streamen erstmal und so. Fett zocken. Ich will auch irgendwann mal demnächst anfangen, irgendwie so ein bisschen was selber zu machen, oder? Ja. Das wäre doch nice, oder? Wenn du schon so ein Mikro und PC hättest und alles. So richtig loslegen. Ja, gucken wir mal. Bam, Alter. Hat der an der Wand das Logo? Krass, ne? Es gibt zu kaufen, es ist ein Asus ROG Beamer, nenne ich ihn jetzt mal. Und dann beamt er einfach das Asus ROG Logo. Also heftig. An die Wand. Krass, ne? Sieht geil so aus. Also ich finde es richtig schön, also Vadim, echt Respekt. Wirklich echt krass. Ohne Witz. Ohne Scheiß, wirklich sehr, sehr, sehr schön, sehr bequem, sehr chillig sieht das alles aus. Wir haben uns jetzt alles angeschaut. Ich will aber die Specs sehen, interessieren immer Techniker am meisten. Operating System Microsoft Windows 10 Pro. Sehr schön, hat sich mal das Pro gegönnt. Irgendwo auf MMOGA oder so geschossen für 17 Euro. AMD Ryzen 7 3700X. Ordentlicher Prozessor. Asus ROGastrix 1080 Ti OC. Bam, Brett. Corsair VNGeance RGB Pro 16 GB. Seagate 3 TB. Samsung Evo. Asus ROG Crosshair. Also die Mainboards immer, die Leute immer ein Geld lassen für die Mainboards, das ist echt krass, aber es sind echt heftige Mainboards. Also ROG Ryujin 360, 360 mm Radiator, okay, für den Ryzen 7 ist es schon eine gute Kühllösung, würde ich sagen. Ne? Corsair K95 RGB Platinum Keyboard, Corsair M65 RGB Elite. Alter, wie viele Leute hatten wir heute? Zwei mit der Corsair M65. Ich finde, das ist auch eine der underratedesten Mäuse überhaupt da draußen. Die wiegt zwar nicht wenig, aber die fühlt sich so hochwertig aus. Ich hatte die selber, das ist echt heftig, Alter. HyperX Cloud 2 Headset, HyperX Quadcast und ein 32 Zoll Monitor, ein C32J G5II mit 144 Hertz. Also echt krankes Setup da draußen, Alter. Heftig. Also ich finde es richtig geil, Vadim, Alter. Danke fürs Einsenden. Das freut mich wirklich ungemein. So, jetzt sind wir auch am Ende angekommen. Wir haben uns jetzt ein paar Setups angeschaut, die wir uns wieder zugesendet wurden. Und ja, also ich persönlich fand die Setups heute eigentlich richtig geil. Richtig krank. Ich hatte fast nichts auszusetzen. Und deswegen schickt weiter eure Setups. Genau, schickt das weiter eure Setups. Wie fandest du's? Also ich fand's wirklich geil. Also ich mag diese super nerdigen Fanboys, ja. Egal ob es jetzt Star Wars Star Wars ja, besonders den, aber auch die Asus
Leute, da war dem hier mit seinem Setup und jeder Part, Alter, der Corsair IQ Checker, Alter, schon heftig, Alter, was die Leute das da stimmt. draußen immer da lassen. Und hier, weniger war das der Jochen, der hier so mit dem Money, Alter, mit dem Call of Duty. Das waren irgendwie fast alle. Das war, jeder hat hier so Money geballert, ja, Alter. Ohne Witz. Aber der Jochen hat, glaube ich, ganz übel geballert, glaube ich. Ja, das war der mit der 2080 T, der 3080 vorbestellt. Alle Fam, Fam, Fam. Einfach Geld raushauen. Es müssen nicht immer so krasse Setups sein. Ich will es euch nur mal sagen, nicht, dass viele Leute eingeschüchtert werden und sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie mindestens eine 2080 Ti haben, um überhaupt. Darauf achten wir auch nicht. Es geht gar nicht darum. Wir legen ein bisschen Wert auf Ästhetik, wenn du ein sauberes, ordentliches Setup hast, wo einfach RGB ordentlich und die Monitore ordentlich dastehen, feiere ich das genauso. Scheißegal, wie wenig oder wie viel Geld man hat. Und anders auch gesagt, ich möchte auch vielen Leuten mit Kleinigkeiten halt helfen, oder ich und Vanessa, und wollen da kleine Giveaways machen, und von daher ist es sogar notwendig, dass wir kleinere Setups bekommen, damit wir da anfangen können, ja, ein paar Giveaways zu machen und ein bisschen was halt rauszuschicken. Und deswegen solltet ihr auch das Video weiter liken, weiter sharen und abonnieren. Abonnieren nicht vergessen. Genau, richtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Vanessa, genau. Nächstes Mal bist du auch wieder dabei. Auf jeden Fall. Sehr schön. Und eine Sache gibt es noch so klein am Rande, möchte ich nochmal hinzufügen. Wir fangen langsam an, Vanessa ein Gaming-PC zu bauen, stimmt? Ein ganzes Setup. Ja. Da freut sie sich besonders drauf, ne? Von Techniker ein Gaming-PC. Cool. Das wird geil, ne? Das Maus, Tastatur, alles boom, bah, zack, RGB. Und so. Wird noch eine Weile dauern allerdings. Wir sind gerade noch in der Planung, was wir für Komponenten nehmen und hier und da. Aber wir haben schon so einiges zusammen und bald wird es ein Video geben, wo wir einfach ein, ja, der Vanessa einen ordentlichen Gaming-PC übergeben, würde ich sagen, oder? Oder ein ganzes Setup, besser gesagt. Ja, freut euch drauf. Bis dann, wir sehen uns. Ciao. Ciao.